Auf der Westerländer Promenade und am Strand warteten am zweiten Weihnachtsfeiertag viele Sylt-Gäste und Insulaner auf den Start eines traditionsreichen Sylter Weihnachtsevents. Ja, wir freuen uns, dass wir dieses Jahr endlich wieder das Weihnachtsbaden durchführen können. Nach zwei Jahren Pause durch Sturm und Orkan ist es uns heute wieder gelungen, vernünftiges Wetter fürs Weihnachtsbaden zu haben. Somit können heute wieder 150 Baden in die Nordsee gehen und wünschen natürlich allen frohe Weihnachten und viel Vergnügen dabei. Gut beschützt von der DRK Wasserwacht Sylt und der DGZRS stürzten sich pünktlich um 14.30 Uhr die wagemutigen Schwimmerinnen und Schwimmer in die nur 4 Grad kalte Nordsee. Das war nur was für ganz hart gesottene Wasserfans und eine ganz besondere Art und Weise, das Weihnachtsfest auf Sylt ausklingen zu lassen. Die nächste Chance auf ein eiskaltes Bad in der Nordsee gibt es schon bald. Am 1. Januar 2019 findet in Wenningstedt das Neujahrsbaden statt.